Guten Morgen. Naja, so gut ist der Morgen auch wieder nicht. Aber ich habe ziemlich schlecht geschlafen. Hier, der hat die ganze Nacht lang wehgetan. Habe ich mich geschnitten gestern. Irgendwie heilt das nicht. Na, egal. Ein neuer Tag, ein neuer Morgen. Ah. Ah, riecht nach Herbst. Naja, der Sommer ist vorbei. Wie das wieder aussieht bei mir im Garten hier. Alles voller Gerümpel. Müssen wir wieder aufräumen. Was ist das denn da? Pilze. Wie kommen die denn hierher? Ein anständiger Pilz wächst doch normalerweise im Wald, ne? Aber doch nicht unterm Bauwagen. Na, egal. Vielleicht sind die ja essbar. Sieht auch nicht gut aus, ne? Aber ich schaue lieber mal nach, ob der nicht vielleicht giftig ist. Ja, bei Pilzen weiß man nie. Was ist es denn für einer? Ja, das weh, das, ja, hier. Haben wir es. Gut, gleich wissen wir mehr. Es wird sein, Großspur, ja, Champignon, nee. Das ist es nicht. Ein anderer Hut, ein anderer Stiel. Ah, das hier. Das kann da sein. Ja, ein Hallimasch. Amaryllariella belea. Essbarer Lamellenpilz. Lamellenpilz? Ach so, die Dinger da drunter. Ja, rohgiftig. Na ja, wenn schon. Kann ja vorher braten, nicht? Da kann nichts passieren. Und hey, ich könnte mir doch die anderen, die da unten noch wachsen, holen. Ja? Und die braten, hätte ich ein schönes Pilzomelett. Ja, Moment, da steht da noch was. Forstschädling, Parasitpilz, zersetzt Holz. Ein Parasitpilz, zersetzt Holz, der frisst Holz. Ha, deswegen ist er schon dabei, unter dem Bauwagen mir die alten Bretter wegzufressen. Das ist ja gar nicht auszudenken, wenn der jetzt an meine Obstbäume geht. Oder hier, Der Bauwagen ist ja auch aus Holz. Dieser Pilz frisst mir meine Wohnung weg. Ist ja ein Killerpilz. Und sie lauern überall, arbeiten sich langsam vor und eines Tages zerbröseln sie mir den ganzen Bauwagen. Ich bin umringt. Ausrotten muss ich sie. Diese Monsterpilze, aber wie? Gift. Damit vergifte ich mich nur selber. Buckelmann, genau. Der muss helfen. Das ist ein alter Freund von mir. Der wohnt mitten im Bärstädter Wald in so einer kleinen Hütte und sieht aus wie so ein Waldschrat. Lebt von Bären und Pilzen und sammelt Heilkräuter. Und der weiß genau Bescheid über alles, was so im Wald wächst. Der muss mir helfen. Ja. Der weiß bestimmt, was ich machen kann gegen diese Monsterpilze da. Also, auf in den Bärstädter Wald. Ja, da kann ich auch weiter frühstücken. Und außerdem, ja, nehme ich mir noch ein paar andere Pilze mit. Fürs Frühstück nachher, ein paar anständige. Streif ich durch den Wald, seh ich ne Gestalt. Ein kleiner Knilch, so bleich wie Milch, guckt aus dem Wurzelspalt. Kriech ich durch das Dickicht, Himmel, wer erschrickt mich? Ein gelber Schrat mit Ziegenbart und giftigem Gesicht. Seltsame Wichte, bei Nacht und im Lichte, sie schießen und sprießen auf schattigen Wiesen. Stehen mal hier, stehen mal dort. Und bleiben doch immer am selben Ort. Und bleiben doch immer am selben Ort. Komm ich an die Stelle bei der alten Quelle. Im Gras hockt Meister Knollennase, hat am Kopf ne Delle. Leg ich mich aufs Moos, meckert es gleich los. Auf einem Bein und winzig klein, ein echter gerne groß. Seltsame Wichte bei Nacht und im Licht. Sie schießen und sprießen auf schattigen Wiesen. Stehen mal hier, stehen mal dort
und bleiben doch immer am selben Ort. Und bleiben doch immer am selben Ort. Schau ich unter'n Tannenbaum, trau ich meinen Augen kaum. Ein schwarzer Knopf, ein Printenschopf aus dem dunklen Zwischenraum. Hüpf ich über'n Wiesenhang, höre ich einen feinen Klang. Erst nur ein Wispern, ein heimliches Flüstern und dann ganz leise fängt es an. Seltsame Wichte bei Nacht und im Licht. Sie schießen und sprießen auf schattigen Wiesen. Stehen mal hier, stehen mal dort und bleiben doch immer am selben Ort. Seltsame Wichte bei Nacht und im Licht. Sie schießen und sprießen auf schattigen Wiesen. Stehen mal hier, stehen mal dort und bleiben doch immer am selben Ort. Himmel, ich sollte doch hier nicht rumsingen und mir Pilze angucken, sondern ich muss doch Bockelmann finden, den Waldschrat. Womöglich haben diese holzfressenden Hallimasche meinen Bauwagen schon angeknabbert. Ach, Fliegenpilze. Sehr giftig. Ja, das weiß man ja. Aber nicht nur für uns, sondern auch für die Fliegen. Ja, daher der Name. Es war nämlich so, früher hat man diese Pilze gekocht in Milch und das Ganze ins Fenster gestellt. Als Fliegenfalle. Ja. Dann kamen die Brummer, haben davon genascht und sind tot umgefallen. Was haben wir denn dann noch? Diese Fliegenpilze, die wachsen nicht zufällig hier. Die Birke nämlich und diese Pilze, ja, die leben in Symbiose miteinander. Das heißt, der eine hat was vom anderen, die helfen sich gegenseitig. Ich zeichne euch das mal auf. Das hier soll die Birke sein. Die machen wir mal bunt. In der Erde sind jetzt die Wurzeln und darunter, an den Wurzeln, sitzt ein feines Gespinst, ein Gewirr von weißen Fäden. Und das ist eigentlich der Pilz. Die Hüte oben sind nur Anhängsel. Der Pilz, das ist dieses Netz, man nennt es auch Myzel. Und das mit der Symbiose funktioniert nun so. Oben in den Blättern wird mit Hilfe von Sonnenlicht Zucker hergestellt. Das ist die Nahrung für den Baum und die transportiert er überall hin, bis hinunter in die Wurzeln. Und da sitzt nun ein Mitesser, dieses Myzel, also der Pilz. Der holt sich einfach seine Nährstoffe aus den Wurzeln heraus, weil er sie nicht selber machen kann. Aber deswegen nicht gleich schimpfen, er tut auch was dafür. Wenn es regnet beispielsweise, speichert der Pilz Wasser. Darin löst er noch wichtige Salze und Mineralien auf, die er aus dem Boden holt und schickt das Ganze nun zurück an den Baum. Über die Wurzeln. Ja, bis hoch zu den Blättern. Also dahin, wo es gebraucht wird. Das ist also ein ehrlicher Tausch. Zucker für den Pilz und Salz und Wasser für den Baum. Ja. Was haben wir denn da? Ein Fliegenpilz. Ohne weiße Pünktchen. Ja, könnte sein ein Kaiserling. Ja, essbar, wohlschmeckend, nicht zu verwechseln mit dem Fliegenpilz. Na ja, klar, wäre eine Katastrophe. Ne? Na dann. Ja, sehr schön. Ja. Warum haben Pilze eigentlich einen Hut? Gegen den Regen oder wegen der Schönheit? Na, ich glaube, im Hut sitzen die Früchte des Pilzes, die Samen, nicht? So wie die Kerne in einem Apfel, irgendwo in den Lamellen. Da sitzt also irgendwo in der Erde ein Pilz. Ihr wisst schon, dieses fein gesponnene Gewusel und will sich fortpflanzen. Dazu muss er ans Tageslicht. Also bricht er durch nach oben. Er baut einen Hut mit einem Stiel drunter. Und jeder denkt jetzt, da steht ein Pilz. Ist aber nicht. Das ist nur das Fortpflanzungsorgan des Pilzes, ein Samenstreuer. Andere Pilze haben was Ähnliches. Einige haben feine Röhrchen unterm Hut, andere haben Lamellen, so wie diese hier. Und gleich ist es soweit. Ja, Temperatur und Feuchtigkeit stimmen, fertig machen zum Sporenflug. Ja, Luke auf, Lamellen auf.
Und diese Lamellen haben es in sich. Mal näher ran mit dem Mikroskop, sonst erkennt man doch nichts. Ja, da sind sie. Die Pilz-Minisamen, die Sporen. Winzig klein, mit dem bloßen Auge gar nicht zu erkennen. Werden jetzt weggeweht vom Wind. Und wenn kein Wind weht, macht nichts. Da hilft der Regen. Trickreich, diese Boviste. Das Wasser holt den Samen raus und der hat es gerade dann auch schön feucht. Ja, so muss ein anständiger Pilz aussehen. Dann ist er höchstwahrscheinlich auch essbar. Nicht wie meine holzfressenden Monsterpilze zu Hause. Den können Sie ruhig mitnehmen, Herr Lustig. Ist ein Butterpilz. Pockelmann, Gott, haben Sie mich erschreckt. Aber ich wollte sowieso zu Ihnen. Ich habe nämlich meine Frage. Mit den Pilzen? Kein Problem. Was haben wir denn da so? Nein, nicht die hier. Bei mir zu Hause habe ich sie. Im Obstgarten und am Bauwagen sind sie auch schon. Na, die sind doch alle gut, alle essbar. Wo ist das Problem? Killerpilze. Killer? Mhm. Ja. Wie jetzt? Holzfressende Parasiten. Die werden mir alle Obstbäume wegfressen und den Bauwagen auch noch, wenn ich nichts dagegen tue. Hier, das sind sie. Ja, hier. Die saßen auf einem alten Brett, nur so weit vom Bauwagen entfernt heute. Halimas, die sind essbar. Nur würde ich sie vorher braten. Und die mögen totes Holz. Sehen Sie, ich hab's ja gewusst. Die werden mir den Bauwagen wegfressen, diese Monster. Und am Hintern weg. Nur mal langsam, Herr Lustig. Die Pilze mögen Holz, das stimmt schon. Aber nur das von kranken, abgestorbenen Bäumen und von vergammelten Brettern. Das sind Recycling-Spezialisten. Die machen aus faulem Holz wieder feinen Humuswaldboden. Die sind gut für den Wald und für ihren Garten. Es sei denn... Ja? Es sei denn, dem Wald geht's nicht gut. Wenn er geschwächt ist und krank von Autoabgasen, dann gibt's zu viele von denen da. Und das schwächt den Wald noch mehr. Überall, wo so viele Hallimasche stehen, geht's dem Wald nicht gut. Sehen Sie, da drüben. Da sterben schon einige Bäume ab. Und dann gibt's auch viele von diesen Totengräbern. Ja, aber meine Obstbäume und der Bauwagen, der ist da auch aus Holz. Na, wenn er nicht verfault ist, ist da keine Gefahr. Ja. Verbrennen Sie einfach das volle Holz im Garten, nehmen Sie den Hallimasch runter und braten Sie ihn. Naja, trotzdem. Ich weiß nicht, mir ist irgendwie der Appetit an Pilzen vergangen. Sie essen doch gerade welche. Ach so, meinen Käse. Camembert, naja, da sind auch Pilze drin, aber keine mit Hut. Das ist Edelschimmel. Und das hier ist Milch. Wenn man sie stehen lässt, wird daraus Quark. Und der schmeckt eher langweilig. Deshalb ist hier noch was zusätzlich drin. Schimmelpilze. Bitte, Edelschimmel. In diesen Klötzchen leben jetzt winzig kleine Mikroorganismen. Die geben dem Käse später dieses ganz besondere Aroma. Hier wird auch noch Luft reingeblasen, damit die Jungs sich da auch schön vermehren. Roquefort-Pilze sind es, genau gesagt. Draußen drauf kommt noch ein Überzug aus Camembert-Schimmelpilzen. Ein Pilzrasen sozusagen. Das gibt diese weiche, würzige Kruste. Na, und dann muss das Ganze in Ruhe vor sich hinreifen. Verschimmeln eigentlich. Aber zu einem ganz besonderen Zweck. Denn nach einer Woche ungefähr haben diese beiden Pilze, der Camembert außen und der Roquefort innen, das sind diese dunklen Stellen da, die haben aus simplem Quark einen großartigen, würzigen Käse gemacht. Seltsame Wesen, die Pilze. Eigentlich sind es ja keine richtigen Pflanzen. Die sind nicht grün, wachsen auch im Dunkeln. Aber Tiere sind es auch nicht. Sie können sich ja nicht bewegen. Doch. Ich kenne welche. Die können sogar wandern. Schleimpilze. Schleim. Und der wandert auch noch. Ach, ich weiß nicht. Irgendwie ist der Edelschimmel auf dem Käse hier nicht ganz so edel. Mir ist ein bisschen komisch.
Bei Pilzen weiß man nie, nicht? Es gibt ja auch unedlen Schimmel. Ja, sicher. Ja. Wenn was verschimmelt. Ja. Aber Ihr Käsebrot ist doch nicht... Ich darf mal, ja? Mmh, köstlich. Der Pilz hier ist in Ordnung. Haben Sie vorher vielleicht irgendwas Verschimmeltes gegessen? Nö, nicht, dass ich wüsste. Ich meine, das sieht man doch, wenn was vergammelt, dass da so ein weißer oder grauer Überzug sich über das Essen hermacht. Ne, appetitlich ist es nicht gerade. Aber na gut, andere wollen auch leben, auch die Schimmelpilze. Erdbeeren mögen sie auch, kann ich ihnen nicht verdenken. Da kommen die Pilzfäden und fressen weg, was man so übrig lässt. Abfallverwerter. Aber Vorsicht, Schimmelpilze können auch giftig sein. Wenn irgendwo Schimmel drauf ist, weg damit. Mache ich doch eigentlich immer. Hier ist ein bisschen komisch irgendwie. Obwohl, ich habe doch gar keine Pilze gegessen. Trotzdem, ich muss mich mal anlehnen. Sie haben ja Fieber, Herr Lustig. Ach, das ist... Sagen Sie mal, der Finger da, was haben Sie denn mit dem gemacht? Ach, geschnitten. Gestern. Er tut so euch weh. Oh. Damit darf man aber nicht spaßen. Das könnte eine Blutvergiftung sein. Kommen Sie, ich bringe Sie zu Ihrem Bauwagen. Da legen Sie sich erstmal hin und ich hole einen Arzt. Ach, das geht gleich wieder. Sagen Sie mal, können Pilze sprechen? Pilze sind stumm und sie sind krank. Kommen Sie. Ja, aber die reden alle durcheinander. Ja. Kommen Sie. Ja. So geht es nun schon den ganzen Herbst. Jeder will der Beste, der Größte oder der Schönste sein, stöhnt der Butterpilz. Ich, sagt der Kaiserling, bin wohl, wie mein Name schon sagt, der Nobelste unter den Pilzen. Das wäre dann noch schöner, zu diesem Fuzzi Majestät zu sagen. Stinkmorsche, sagt der Kaiserling. Du stinkst. Genau, bestätigt der Schönfuß Röhrling. Und ganz besonders bei Westwind und das mir, ich, der sich in den feinsten Kreisen bewegte. Und wie ich mich bewegte. Ich tanzte von Erfolg zu Erfolg. Ich, der Star des Pilzballettes, der Dritte von links. Der Pilz mit dem schönsten Fuß, breit und weit. Schön Fuß, jubelte man mir zu. Ja, ich hatte Feuer im Hut. Ich höre immer Schönfuß, bemerkt der Butterpilz. Bist du nicht landauf, landab als reihiger Klumpfuß bekannt? Haucht da der Schönfuß und dann bleibt ihm die Luft weg. Quäken die Herbsttrompeten. Da, wo wir waren, da spielte die Musik. Im größten pilzharmonischen Orchester der Welt. Wir mittendrin. Nicht die ersten, nicht die zweiten, nein, die dritten Trompeten. Kolossal. Wenn wir bliesen, da blieb kein Auge trocken. Da flogen die Herzen uns zu. Applaus, Applaus! Angeber, zischt die Stinkmorchel. Und ich? Haucht das Rothäubchen. Und ich bin... Jetzt fang du auch noch an, braust die Stinkmorchel auf. Angeber, alles Angeber. Hallo Rothäubchen, sagt Rotkäppchen. Hallo Rotkäppchen, sagt Rothäubchen. Ich wollte nur sagen, dass ich um drei Ecken mit Rotkäppchen verwandt bin. Oh, staunen da die anderen Pilze. Rotkäppchen, Rothäubchen, ich, sagt der Fliegenpilz. Ich habe wohl den rotesten und damit auch den schönsten Hut. Mit kleinen weißen Haufen drauf, bemerkt der Kaiserling. Mückenschiss, stellt die Stinkmorchel fest. Das kommt daher, dass ihm immer dicke Fliegen auf den Hut machen. Nein, stöhnt der Fliegenpilz. Ich heiße Fliegenpilz, weil ich aus einer Familie von Fliegern komme. Mein Uropi hat den Heißluftballon erfunden. Mein Opi den Zeppelin. Ja, und mein Papi, den nannte man den Roten Baron. Und der hat den Fallschirm erfunden. Ja, und mein Onkel, der war der erste Pilz auf dem Mond. Das ist doch glatt gelogen, prustet der Butterpilz. Ich werde es euch beweisen, ruft etwas verzweifelt der Fliegenpilz. Mach nicht so viel Wind, meckern die anderen Pilze. Er fliegt und sogar ein Looping, ruft man begeistert. Aber dann... Nein! Na, Hilfe! Ja, zurück! Nein, na, Hilfe! Ach, nein! Nein. Pilze können doch sprechen.
Was für ein komischer Traum. Er hat's überstanden. Das Fieber ist runter. Dr. Spring? Ja. Wie, war ich krank? Ziemlich lange. Mund auf, Zunge raus. Sie haben eine böse Blutvergiftung gehabt, Herr Lustig. Nur gut, dass Bockelmann mich gleich geholt hat. Der Finger. Ja. Und Pilze waren es nicht? Im Gegenteil. Die Pilze haben sie gerettet. Wie gerettet? Ja, da waren Bakterien in der Wunde an ihrem Finger und die sind ins Blut gelangt und haben eine böse Entzündung verursacht. Aber Gott sei Dank gibt es da Pilze, die diese Krankheitserreger abtöten können. Pinselschimmelpilze. Pinselschimmel? Ja, aus denen wird Penicillin gemacht. Ich habe ihm gestern eine Penicillinspritze gegeben. Ich muss jetzt weiter. Herr Lustig, tschüss. Sie haben ja eine gute Krankenschwester. Komm morgen wieder vorbei. Wiedersehen. Ja, wiedersehen. Wiedersehen, Herr Doktor. Danke. Ja, da haben mich also Ihre... Oh, danke. Geht schon. Da haben mich also Ihre Pinselschimmelpilze gerettet. Keine Killerpilze, sondern Retter der Menschheit. Und das ist Ihr Entdecker, der Dr. Fleming. In seinem Labor züchtete er Bakterien in flachen Schalen und war wohl ein bisschen unordentlich. Jedenfalls gerieten eines Tages Schimmelpilze in seine Bakterienkultur. Peinlich sowas. Aber da fiel ihm auf, dass überall da, wo der Schimmel saß, die Bakterien verschwunden waren. Der Schimmelpilz Penicillium tötete irgendwie die gefährlichen Krankheitserreger. Na, er ging der Sache nach und isolierte das Penicillin, das erste Antibiotikum, aus diesen Pilzen hier. Antibio, gegen Leben heißt das ja eigentlich. Und so funktioniert's auch. Trifft das Penicillin auf, sagen wir mal, ein lebendiges Typhusbacillus, dann zerstört es die Zellwände des Krankheitserregers. Der Bösewicht läuft einfach aus und stirbt. Ja, ich habe Ihre Killerpilze geerntet. Ach. Noch ein Ei dazu und Sie haben ein schönes Halimas-Omelette. Sie brauchen jetzt was Kräftiges. Naja, ich habe auch schon wieder Appetit, aber ausgerechnet diese Holzfresspilze. Ja, irgendwas müssen Pilze ja fressen. Hm. Und weil sie keine grünen Pflanzen sind, die können ja von Luft und Licht leben. Müssen die hier meinen Bauwagen anknabbern. Naja, das, allerdings, das wird nicht ganz lang für uns beide. Och, wenn es Ihnen nichts ausmacht, ich nehme auch gern die Bratwurst. Gibt's bei mir im Wald eher selten. So, jetzt feiern wir meine Rettung vor den Pilzen. Durch die Pilze, Herr Lustig, durch die Pilze. Denken Sie an die Pinselschimmelpilze. Wenn der Doktor kein Penicillin gehabt hätte. Ja. Na, ihr seht ja, es ist alles gut ausgegangen. Der Bauwagen ist gerettet, ich bin wieder gesund. Ihr könntet also jetzt genauso gut abschalten. Guten Appetit.